Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Together mit Julian KP. Hallo. Und dem Proxy Penis. Ich weiß. Ja, in der letzten Folge ist so ein kleines Manöver passiert mit dem T-Rex. Wir sind hier rangebackt. Der T-Rex ist vom Floß runter und jetzt beginnt unsere Rettungsaktion. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. So, zwei Sachen können wir noch irgendwie machen. Versuch den mal ein bisschen wegzulochen. T-Rex schwimmt. Nicht, dass der jetzt auch noch verbuggt ist. Nee, er läuft, okay. So. Okay. So, ich versuche dann das Boot zu steuern. Ja. Scheiße. Da steht nur E für Option. Da müsste aber eigentlich was anderes aufleuchten, oder? Warte mal. Warte, der T-Rex. Ein bisschen kacke, oder? Ah, da war's. Ah, okay. Ja, kommst du? Ja, du ja, ich raus. Komm weg, okay. Ja, dann versuchen wir's mal. Warte, ich stelle mal so quer, dass er. Warte. Da backt mich richtig scheiße rein, Mann. Okay. Versuchen. Kommst du? Nee. Scheiße. Nee. Was egal, ich machen könnte, warte mal, was ich machen könnte ist. Ja. Ich gehe nochmal runter, raus vom Fluss. Ich reiße hier links die Rampen ab und erweitere die Rampen nochmal ein Stückchen. Das kann, könnte klappen, ja. Ja. Dann schaue ich nochmal ins Wasser runter, ob kein Hai kommt. Also ich bin gleich Base und setze die Abkante mit zurück. Der Rex mich blockiert, Alter. Der treibt mich rum. Wie Sausa, Alter. Wie Sausa. So, herstellen. Speed home. Rampe. Wo haben wir sie denn? Tür. Wand. Scheiße, was fehlt mir für die Rampe? Stroh, Alter. Ein Stroh fehlt mir. Hast du Stroh bei dir? Warte mal. Guck in den Dino. Oh, ne, der. Ich hab ja die ganzen Dinos, die das haben können. Ich komme hier nicht hoch. Ich hab da sogar Dino-Bug wieder. Voll. Alles klar, Digga. Bin ich denn hier? Hä? Ich bin auf dem Dino drin, Kopf. Ja! Ich komme hier nicht durch. Weil er mich immer wieder wegbuggt. Ich komme nicht mehr drauf, Alter. Soldat. Mir drauf. Ah. Echt schwer. Ja, ne? Oh. Nein! Nimmt er mich gerade wieder mit? Ja, du bist auf dem Kopf, das ist aber okay. Pussy! Er verfolgt mich, Alter! Nein, das ist kacke. Nee, ich hab kein Stroh. Hast kein Stroh, okay. Dann nimm dann den Reis einfach mal hier ein. Genau, Es wird langsam wieder Tag. Sehr Dank. Ich mach mich auf den Weg zu euch. Nee. Noch kein Hai in Sicht. Vielleicht ist ja auch einfach kein Hai. Das wäre natürlich super geil. Wir waren zu gleich 45, hast du gesagt. Ne? Okay. Ja, warte mal. Map hier öffnen? Ja, kann ich. 55. Okay, danke. So circa. Ja, ich werde euch noch gut finden. Und am Rande, ja. Ne? So, hier. Bist dran. Hat funktioniert. Ja! Nur einer? Einer, ja. Mehr kann ich nicht herstellen, leider. Aber ich hoffe mal, muss das passen. Klappt, ja. Und. Komm schon. Was? Sieht's gut aus? Komm hier rüber. Der ist auf jeden Fall auf der linken Seite, ne? Ne, der ist jetzt rechts durch. Muss links. Ja, weißt du, wie schwer das ist? Okay, aus irgendeinem Grund folgt T-Dog mir noch, aber okay, passiert. Nochmal zurück. Ich hab noch nie so einen Tyrannosaurus Rex schwimmen sehen, Alter. Mit den kleinen Ärmchen. Entschuldigung, Meister, das kann ich nicht tun. Ich hab zu kleine Arme. Ja, ist er gut. You happy and you know, I clap your hands. Ne, der ist wieder durch. Meinst du noch weiter nach unten bauen? Ja. Ne, warte mal. Ich muss es irgendwie schaffen. So, jetzt nehmen wir das mal so. Er geht nämlich die ganze Zeit auf das Rechte, das wollen wir ja nicht, ne? Ne, wir wollen ihn auf den Linken. Eben, deswegen. Der war theoretisch auf dem linken, aber. Hier von den Granaten her stimmt meine Anwesenheit hier. Das ist mein Preis für mich. Da irgendwie drauf. Warte, ich reiß hier hinten noch was ab. Ah, doch, jetzt kann ich. Wie weit seid ihr denn vom Land weg?
Schon ein Stück. Auf. Ah, hab euch. Nein. Hast du Holz und so weiter mitgebracht, vielleicht? Scheiße. Ich glaube, als du das gesagt hast, war ich schon unterwegs. Warte mal, ich kann aber mal gucken. Gibt bestimmt irgendwo was. Okay. Ich kann euch Fleisch anbieten. Wow. Nein, Fleisch brauchen wir nicht. GG. Ich hab mein Dino verlassen. Ich bin an dem Wasser. Ich kann euch nur sagen, ich werde hier noch nichts angegriffen. T-Dog, komm mal her. T-Dog. Ja, komm, dann schwimm mich. Ja, warte, warte, durch. Ich mach jetzt noch eine Rampe. Ich hab noch eine Rampe. Nee, wir kommen kacken wir jetzt drauf, ey. Das ist, geht mir alles auf den Sack. Oh, ich kann ja, nicht. Wieso? Wenn ich jetzt noch einen weitermache, dann hast du auf jeden Fall. Dann ist das größer als nee, der T-Rex selber. Egal. Schwimm jetzt einfach durch. Fahr du einfach vor. Fahr du einfach vor. Vielleicht blockst du dann die. Wenn überhaupt ein Megalodon kommen würde oder so, dann lockst du die weg. Ja, ich muss erstmal wieder Dinge finden. Weil hier ist auch ein Stein, da kann man ja mal drauf. Hier ist ein Stein. Alter! Kann ich versuchen nochmal drauf zu kommen jetzt? Hast du nochmal weiter gebaut oder was? Ja, ja. Oh ja, hast du. Okay, mal gucken. Alter, Digga! Er blockiert einen totalen Wasser, Mann! Er blockiert einen totalen Wasser! Okay, Alter. Hier einfach mal so aussieht, als würde er durchs Wasser laufen. Ja, Mann. Aber linke Seite, ja. Okay. Der sieht von hier aus wie das übelste Wasserungeheuer. Jawohl! Ja, 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 ja! Ja. Und fahr! Anhalten. Fahr! Fahr einfach. So, ihr habt es gleich geschafft. Endlich. Ich sehe, also ich sehe gar nichts. Ja, ich weiß nicht, wie es mir geht. Immer geradeaus, Pico, immer geradeaus. Du musst ja einfach nur auf Pico hören, ey, dann klappt das auch. Ja, ich hätte auch einfach rüberschwimmen können, hätte es auch geklappt. Problem ist, die Rampen müssten wir rein theoretisch jetzt unten abmachen, weil die sind jetzt ziemlich tief. Bin ja, scheiß drauf. Ich würde es ja, so. Hauptsache, wir kommen ein bisschen näher ran da. Eben. Vielleicht angeln wir ja noch was. Ja, vielleicht so scheiß Lassie dran hängen, Alter. Ey, möglich wär's. Da ist, ich sehe rechts auf jeden Fall Steine. Ich kann mich erstmal nicht wegbewegen. Das da ist irgendwas hart. Im Wasser rechts. Wo? Genau rechts von uns. Das ist ein Fisch. Ja, köttel mich einfach mal ins Gesicht, Alter. Na, schön, ne? Wie weit sind wir noch weg? Kann ich jetzt die Karte öffnen? Ja, kannst du. Ja, toll, sehe aber nichts. Du musst. Warte. Ja, immer geradeaus. Ja, immer eigentlich raus. Fahren wir gerade genau auf die Base zu. Ja. Ja, das ist gut. Wir müssen ja gleich irgendwo rechts rein, ne? Scheiße, Alter. Setz schon mal den Blinker. Der Dino-Schwanz ist der Blinker. Dann holen wir uns dann den nächsten Rex, ne? Ja, ja, genau, genau. Da fliegen wir direkt wieder hin. Wäre ich auch dafür, ja. Gut, wir haben jetzt über eine halbe Stunde gebraucht. Gut, dass wir genug Ersatzteile an Bord Alter, haben. Alter, wir haben jetzt über 2 Stunden gebraucht. Für den nee, ich meine für die Fahrt. Achso. Hammerhart, ey. Müssen Sie schon nach rechts da? Nee, ne? Nee, noch nicht. Aber also, du kannst schon noch ein bisschen nach doch, rechts. Doch, du kannst ja. Dich schon so nach rechts orientieren. So leicht quasi, ne? Oh, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Also nächstes Ziel ist auf jeden Fall die Gigantosaurus hier. Da bereiten wir uns aber ein bisschen besser drauf vor, ja, mit den ganzen mit den Flussgeschwistern und so. Ja, ich glaube nicht, dass du den auf den Floß bekommst. Na? Er ist doch, wie gesagt, 3 oder... Ich würde es gerade fahren, das ist ein Megalodon, aber ich glaube, den kennt ihr. Unserer? Ja. Reicht doch, wenn ein Fuß drauf ist, ey. Ist doch scheißegal. Ist da vorne unsere Base? Kann das sein? Siehst du mich? Ja, da vorne ist unsere Base. Cool. Einfach weiterfahren, einfach weiterfahren. Du ja, kannst ja. Auch jetzt gegen die, einfach gegen das Land knallen, ist scheißegal. Ja, hier sollten wir safe sein. Nee, fahren wir mit dem Boot schon, das. Wenn wir dann ziehen wir das jetzt durch. Ich sehe es, ja. Dann öffne ich die Tore. Da ist unser Megalodon. Na, du musst hier vorne. Warte, ich stimme. Ja, das ist auch noch so eine Frage. Kommt der überhaupt durchs Tor? Nein. Ja, aber man kann ihn vom Wasser her. Ich glaube, der kann auch einfach drüber steigen, also wie die anderen 2. Ja. Denke ich auch. Ich habe gerade ein Standbild. Jetzt hier rein, ne? Jo. Ja, hier rein. Er köttelt erstmal.
Erstmal Gebiet markiert, ey. Ja. Dann versuch mal über das, über die Wasserseite hier durch. Ja, es hängt schon wegen dem Scheiß da unten. Boah, ja. Gerade ein bisschen laggy. Ach, unsere Raptoren haben sich auch irgendwie alle. Jawohl, willkommen zu Hause. Alter, ja, das war jetzt heftig, ey. Ja, Mann. Yeah! Krasse Nummer. Mann, Pfeifen, alle anhalten. Läuft! Ich baue mal hier so ein bisschen. Scheiße ab, weil es packt, glaube ich, gerade hier. Ja, warte. Er ist drin. Ne? So. Jetzt mal den erstmal. Das meint, Habt ihr den jetzt Rex genannt oder hieß der heißt einfach so? Hieß am Anfang so. Wir überlegen uns da mal noch einen Namen, der uns alle drei gefällt. Dieter. Nein, bitte nicht. Das ist eine weibliche. Bitte nicht Dieter. Dieterina. Genau. Ja, das ist eine Überlegung wert, ne? Also ich bin für irgendwas total Dummes. Ja, ich auch. Aber nicht Dieterina, Alter. Margaret. Hui. Oh, jetzt hängt das bei sieht mir. Ein bisschen aus wie Anne. Naja. So, reichen können wir dann auch nicht, also bringt uns auch nichts. Warum hakt das denn jetzt gerade bei mir so? Ja, bei mir auch. Vielleicht liegt das an dem... Keine Ahnung, eigentlich... So, den wir hier haben, auf 5 Quadratmetern. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Das hatten wir damals auch schon, da hat es auch, also bei mir hat es auch nicht gelegt. Ja gut, wir haben keinen Sattel für den. Für wen? Für Pussy. Zumindest habe ich noch keinen gefunden. Wäre doch AG, oder? AG geschrieben. Vielleicht kann man denselben nehmen wie für die Flugkaptoren. Nee, glaube ich nicht. Warte, packen wir das Ding mal hier. Wie heißt der nochmal? Buchstabier mir mal den bitte. Ja, warte, ich muss dann erstmal rename hier. Namen ändern. Annehmen. AR. AR. GE. GE. N. Okay, steht schon 55. Ja, einfach eher nur geil da ist, ne? Argen, so. Ist einfach nur geil, einfach nur. Der steht halt so mittig, der steht halt so wie bestellt und nicht abgeholt. Er sagt einfach, ich bin Boss, Alter. Ich bin Boss. Der ist jetzt seine Hütte, ne? Ja, sehr. Ist sowas jetzt lustig, wenn ich ihn freilassen würde, dann würde ich hier, glaube ich, ganz schön rippen. Ja, dann würde er alles kaputt machen. Ich glaube nicht. Ich meine, wir haben die ganzen jetzt... Häuser kaputt machen. Ja, okay, das kann so sein, aber hier, wir haben doch noch ein paar Stegos hier. Ja. Wir haben zwar 1000 weniger Life als er, wir haben noch zwei Raptoren, also der würde hier drin alt aussehen, wenn wir den freilassen. Wäre ich. Du hast ja gesehen, wie schnell der down geht. 3 oder 4 Mal haben wir das jetzt schon angeschaut müssen. Ja. Einmal war ich mitbeteiligt. So, aber die ganze Scheiße wieder reparieren, ey. So, jetzt haben wir alles erreicht. Ja. Wir haben einen T-Rex. Ja, wir haben in den Dino spielen mehr. Ich bin mit Skywalker durch die Dachluke gegangen. Echt jetzt? Ja. Kommst du auch wieder raus? Ich weiß es nicht. Du gehst auch in die Dachluke. Ich hockte so auf dem Dach rum und da bin ich so. Komm da nicht hoch, ne, wir müssen irgendwie eine Wand einreißen. Na, klasse. Was brauchst du denn? Dachluke hin, das ist gefährlich, der kann. Das ist mit Absicht. Nein, ich kann nicht mehr. Du reißt mal irgendeiner ein, die. Ja, das ist da. Ist nicht so teuer. Freiheit! Boah, ist ja direkt zwei Rettungsaktionen in einem Video, das ist so der absolute Knaller. So, ich lerne jetzt. Fallschirm. Besser ist das für dich, ey. Herstellen. Was brauche ich für eine Fallschirm? Fasern und Stroh, das haben wir ja. Alter, was stehen die Dino alles vor Tor, Junge? Hier tag da auch eine Tür. Ja, Mann. Ja. Ja. Hallo, ich muss da einmal ran. Lass mich mal durch hier. Hey, geh mal weg.
diesen Weg. Geil, dass der T-Rex hier steht, Alter. Geil! Das war eine Hammeraktion! Ich bin so stolz! 12 Level noch, dann kann man reiten. Ja, cool. Hammer geil, ey. Genial. So, ich werde jetzt hier auch mal, glaube ich, in den nächsten Folgen hier mal einen Wachturm hin basteln. Ne? Dass wir hier mal. Oh, Skywalker. So. Ich werde jetzt. Ich glaube, ich werde die Decke hier noch ein bisschen erweitern, so als Start- und Landebahn für die Dinos. Wie gesagt, wir müssen draußen nochmal so ein Gehege für die ganzen anderen Dinos machen. Dass wir hier nur die Fleischfresser drin haben. Also den T-Rex und die zwei anderen. Und vielleicht das Krokodil noch. Und ja. Die da dann mal einfach als Nutztiere mal draußen hin. Mhm. Vielleicht der Bär, Alter, der ist auch geil. Und die Raptoren. Also wirklich nur die wirklich uns das Leben retten können, sag ich mal. Ja, und draußen packen wir dann so mit Holz dann einfach so ein paar Dinger. Da machen wir dann Futterträger rein und so. Proxy, die hast du ja gebaut, ne? Ja, habe ich noch nicht gelernt, aber kann ich noch lernen. Ja, das wäre cool. Dann kannst du die nämlich erforschen, kannst die bauen. Und dann kannst du mir mal so ein paar in die Kiste werfen. Setzen kann ich sie ja dann. Das ist so 3-4 Stück oder so. Ich glaube, das mit dem Fallschirm funktioniert jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Hm? Ich bin jetzt so hoch geflogen, wie es geht. Jo, es funktioniert so. Oh Gott, ich glaube, ich sterbe trotzdem. Jo. Getan. Ich bin mit meinem Flugding, Alter, bin ich ja dumm gebackt, ganz nach oben geflogen. Ja. Und bin dann runtergesprungen, hab Fallschirm aktiviert. Feuerstoll. Ich hab gedacht, so, vielleicht bremst das halt, aber nein, tut's nicht. Feuersteine haben wir doch ohne Ende, ne? Ja, in irgendeinem Schrank. So, jetzt muss man eine Leiche finden, weil die ist durch die Textur gebackt. Da kommst du erstmal nicht durch. Nee, ich mach halt nur. Du machst auch immer eine Scheiße, ne? Hey, mal ganz ehrlich, du siehst falsch hier und dann denkst du, du kommst. So, jetzt müssen die ganzen Dinos hier mal weg. Also, falsch, aber ja, nicht funktioniert, ja? Ja, einfach der Turm funktioniert, aber der hat mich halt nicht abgebremst. Also zumindest nicht stark genug. Guck mal, ob er da irgendwo mal eine Tasche findet oder so. Ansonsten. Ist Skywalker schon wieder unten? Weiß ich nicht. Hm. Aber ich soll den mir followen. Den Kanu. Ja, wenn du zu weit weg bist auf einmal, dann followt er den. Oh Gott, dann gib mir mal T-Bone. Oder den anderen hier. Ich kann den Fall, wenn er nicht hoch genug ist, wie hoch hast du denn gesetzt, dann kann ich einfach mit dem Fernglas hochbauen. So hoch wie es ging. Oh Mann. Gerade wo ich hier an die Kisten habe. Also warum stehen hier jetzt alle die Viecher überall woanders? Ja, vielleicht hat er irgendwas angegriffen. Stroh. Ich hab ihn gefunden. Echt? Dann kommt Stroh mehr? Dachten schon, der T-Rex kommt auch. Nein, rennen wir alle raus. Ja, warum folgt ihr mir jetzt nicht? Ah, jetzt geht's, okay. Und Sturzflug nach unten. So. Steine können wir zurück tun. Meine Sachen sind nicht wieder aufgetaucht, ne? Oh, ich hab schon wieder so Haker. Mann, was ist denn los jetzt? Habt ihr es auch gerade? Was? Ja, das ist übelst hakt. Das war bei mir vorhin, also jetzt geht's wieder. So. Das nervt jetzt, dass ich dick zugefallen bin, meine Sachen weg sind. Also wenn ich jetzt einfach nur gestorben wäre, okay gewesen, aber so. Weil sind sie irgendwie ins Wasser oder so. Also. Ansonsten, wie gesagt, so viel wichtige Kram war da jetzt auch nicht mehr bei. Eben, deswegen habe ich auch gesagt, nichts Wichtiges mitnehmen. Nö, ja, weil. Also das Wertvollste war wahrscheinlich echt die Rüstung. Ja. Oder die Narko-Pfeile, aber nichts, was man nicht ein bisschen wieder zusammenfahren könnte. Narko-Pfeile bekommst du schneller als. Nee, eigentlich. Schneller. So.
Wir hätten irgendwo noch Lederklamotten, hab ich gesagt, ne? Oder hast du genug von diesen Insekten-Dingern, um das zu machen, nee, ne? Gerade momentan nicht, aber die gehen schnell zum Farmen. Ja, aber dann müssen wir das irgendwie jetzt mal. Du musst einfach mal am Strand entlang laufen und die ganzen hier, die ganzen fischähnlichen Bücher da killen. So alienmäßig ausschauen. Ja, ja, diese. Ich mach das gerade schon mit. Nappi. So, wo hab ich mein Holz drin versteckt? Kein Holz mehr? Wo ist mein ganzes Holz? Was brauchst du davon? Das Öl oder was? Nein, die Panzer da. Okay, da hab ich von denen jetzt dran bekommen. Achso, der bleibt auf was wollen wir denn das Krokodil denn skillen? Mach Leben und Schaden. Ja, die machen wir voll tanky, Alter. Ja, Gesundheit, der hat nicht mehr 1000 Leben, von daher will ich mal Gesundheit erstmal nur. Jetzt hat er 1000 Leben. Also Rex machen wir auf jeden Fall auf Damage. Ja. 2500 Leben oder 2600. Wir brauchen halt irgendwie eine harte Frontliner, so einen harten Tank halt. Ja, da können wir so einen Triceratops ausmachen. Langheitswert, Spätlanker. Ich bin dafür, dass nicht so tame ist in Langheit. Sag mal, was brauchst du für den Räucherschrank? Für Zimtding, ist es nur Zimtpulver? Öl. Warum? Dann kannst du den nämlich ins Haus bauen. Ach so, du meinst Ding, also den Bauen. Räucherschrank, ja. Warte, was brauchst du, damit es hier in Gang läuft, ja? Bauplan. 30 Steine, 30 Holz, 10 Stroh, 10 und 20 Fasern. Reißt du dann das eine Haus wieder ab? Nö, wieso? Aber ich werde das wahrscheinlich ausbauen dann. Ahnung. Haha, guck mal. Aus dem Schornstein. Siehst du das? Ja, es raucht. Ja, Mann. Rauch, das raucht, das raucht. Muss mal reingucken, was ich da gebaut habe, Alter. Also mittlerweile denke ich echt, dass wir einen Kampf von so einem Alpha-Raptor jetzt auf jeden Fall überleben werden. Jo. Das ist so das Stärkste, was geht, Alpha-Raptor. Ja, Alpha-Raptor. Cool, was? Ah ja, Alpha-Rex wäre das Stärkste. Ah, das ja. Da können wir hier rechts, können wir den Räucherofen direkt daneben stellen. Da können wir hier mal kochen und direkt hier in den Schrank tun. Mhm. Ja, ich finde hier irgendwie keine rechten Gegner so richtig. Da wird eins gefunden, aber das außer da eigentlich ein Stockwerk höher? War ich am überlegen, ja. Also ich glaube, du kannst ja schon mal höher machen, ne? Ja, aber was sollen wir hier oben hinbauen? Ja, das ist die andere Sache. Müssen wir mal gucken. So ganz, ganz, ganz hoch in den Himmel bauen, ey. Genau. Hey, das ist meine Ernst. Ja, aber dann läuft unten der T-Rex einmal dran vorbei, haut einen Schwanz gegen und alle stützen sich zusammen. Und wir sind alle drin. Ja, Mann! Adi! Nö, er hat Schwanz gesagt. Oh Mann, ey. So, Leute, wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. War wieder mal eine spannende Folge und wir konnten den T-Rex dann doch noch retten. Und was wir so als nächstes planen, seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Haut rein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.